Ich will dir jetzt ein nützliches Programm vorstellen. Und zwar ist es einfach eine Internetseite, also ein Online-Programm. Und zwar heisst es auch OpenStreetMap. Das ist Open Source, halt ein offenes Projekt, wo man die ganze Welt kartografieren will. Und zwar gratis und offen, dass jeder kann benutzen kann. Dass man keine Lizenzen muss zahlen für die Karte und sie trotzdem immer top aktuell ist. Es ist eigentlich eine Konkurrenz für zum Beispiel Google Maps. Und ich werde jetzt gerade sagen, warum das besser ist. Und zwar sieht man es jetzt da schon, links ist OpenStreetMap und rechts ist Google Maps. Google Maps hat so Triller und Museum, so ein paar Sachen. Komische Prioritäten, was sie reinnehmen und was nicht. Und bei OpenStreetMap ist wirklich jedes Haus mit Umriss, mit Hausnummern, mit wo Parkplätze sind, wo Bushaltestellen, okay, das steht da auch. Aber es ist einfach wirklich viel schöner, genauer erfasst. Es steht da genau, wo das Fußwege sind, wo das man kann durchlaufen kann. Genau. Da jetzt zum Beispiel bei Google kommt man dann gar nicht raus, dass da jetzt irgendwie nicht mehr so ein guter Weg ist. Und bei OpenStreetMap schon. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Pampa raus. Zum Beispiel Schwimmbad von Neuchiach. Ja. Da. Das ist bei OpenStreetMap schön erfasst, beide Becken, wo die Häuser sind, wo die Bäume sind, alles. Super Sache, saubere Sache. Und da nicht. Da hören auch einfach die Straße irgendwie auf und dann geht es halt nicht weiter. Man weiß nicht so genau, was passiert bei OpenStreetMap. Geht die weiter. Die werden erfasst. Da kann auch jeder mitschaffen und sagen, oh, das ist ein Fehler, dann kann man da berichten und sagen, das stimmt nicht mehr oder das ist nicht aktuell oder was auch immer. Und dann wird er geprüft und wenn es stimmt, dann wird deine Verbesserung übernommen. Es ist auch besser, es ist nicht nur da im Gacko raus besser. Sondern auch in Zürich, dort, wo es ja eigentlich sehr gut alles gut funktionieren. So, ja. Also man sieht jetzt hier schon, wie verrückt die Karte ist. Es ist auch wirklich eine Karte. Viele von den Gratis-Navigationsgeräten benutzen da. Also außer Google. Google benutzt natürlich Google Maps. Aber viele von der Konkurrenz von Google benutzt diese Karte. Und ich würde sagen, es ist nicht einmal ein Verzicht. Man verzichtet auf gar nicht, indem man nicht Google Maps benutzt, sondern das, sondern man hat eine schöner, übersichtlichere Karte. Da. Also jetzt sieht man es glaube ich auch schon. Bei OpenStreetMap ist da wirklich alles schön. Sind alle Gebäude sind da angeschrieben. Bei Google ist es nur das Informatikergebäude, das ist schön erfasst. Da haben natürlich die Informatiker mal den Antrag gestellt, dass sie das machen soll. Aber da ist wirklich alles sehr schön gemacht. Man findet auch, wo Veloparkplätze sind und alle. Es sind nicht alle drin, aber vieles ist drin. Und ja. Wenn man will, Google ein bisschen den Markt abgreifen und will sagen, ja, ich will nicht mit allem alles von Google nutzen und die voll unterstützen, dann ist OpenStreetMap einfach eine gute Möglichkeit, um da anfangen.